Diese Wunde wird wohl nie gänzlich heilen. Im Juni 2018 müssen Skirennfahrer Bodie Miller und Ehefrau Morgan Abschied von ihrer erst 19 Monate alten Tochter nehmen. Emmeline, genannt Emmy, ertrinkt auf tragische Weise im Pool eines Nachbarn. Ein Schock, nicht nur für die Eltern. Weltweite Anteilnahme und zahlreiche Spenden folgen auf die tragische Nachricht von Emmys Tod. Seither setzen sich Bodie und Morgan für Babyschwimmkurse ein, um anderen Eltern das Leid, das ihnen widerfahren ist, möglichst zu ersparen. Aufgeben kommt für die Eheleute damals nicht in Frage. Schließlich sind da noch Bodies Kinder aus früheren Beziehungen und der gemeinsame Sohn Nash. Mittlerweile ist die Familie noch weiter gewachsen. Nur 4 Monate nach Emmys Tod kommt Regenbogenbaby Easton zur Welt. Dass seine verstorbene Schwester aber auch 2 Jahre später noch allgegenwärtig ist, macht Mama Morgan mit diesem Posting deutlich. Gestern war ein großer Tag. Unser Regenbogenbaby wurde 2. Diese Feier durften wir mit Emmy nicht haben. Ich liebe diesen kleinen Mann so sehr. Geburtstagskind Easton grinst auf dem dazugehörigen Foto verschmitzt in die Kamera und sieht in seinem flauschigen Outfit mit rockigen Cowboy-Boots einfach zuckersüß aus. Die Fans wünschen dem kleinen Mann nicht nur alles Gute, sondern bemerken vor allem die Ähnlichkeit zu Schwester Emmy. Er sieht so sehr wie Emmy aus, alles Gute. Und er ist ihr Zwilling, heißt es in den Kommentaren. Easton und die Zwillinge Asher und Axel, die Ende 2019 das Licht der Welt erblickt haben, haben Bodie und Morgan Miller dabei geholfen, besser mit dem Verlust ihrer Tochter leben zu können. Vergessen werden sie Emmeline aber natürlich nie.